Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem RTG Brösler. Wenn ich so ein Video anfange, dann wisst ihr, da ist irgendwas im Busch. Ja, wir haben am Freitag die Weekend League gespielt. Ich habe alle 20 Spiele an einem Tag gemacht und war nicht wirklich ausgeschlafen, war nicht wirklich konzentriert. Und das, was ihr in diesem Video seht, ist das Ergebnis davon. Das ist der absolute Tiefpunkt. Der absolute Tiefpunkt hier auf der RTG. Schreibt mir ein paar nette Kommentare, um mich aufzumuntern. Ich weiß, dass ich scheiße gespielt habe. Ich weiß es. Ich war so gottlos kacke. Gönnt euch das. Ich will nichts vorwegnehmen für die, die den Stream nicht geguckt haben. Weekend League und die Weekend League Rewards. Ein, zwei Packs waren auch noch mit dabei. So, das seht ihr alles hier in dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst mal ein Mitleids-Like da. Bin gebrochen. Ich war halt ganz EAFC noch nie so im Bruch. Das wird das brüchigste Video auf meinem Kanal in EAFC. Viel Spaß. Ich habe 1481 plus Player Picks vorbereitet. Und dann haben wir auch noch Foot Champions Rewards. Da können die Mods mal eine Wette machen, ob wir einen Foot Birthday ziehen aus den 14 Player Picks. Könnte gerne mal in eine Wette reingehen. Ich weiß, es ist jetzt alles so ein bisschen, man muss sich umgewöhnen, weil man ist auf einmal auf einem Account, wo nicht 18 Millionen stehen, sondern 50k. Aber, ne? So ist das halt. Weekend League Bilanz auch mal ganz entspannt auf 0-0 ändern. LOL! Ich hab ne Icon auf der RTG gezogen! Digga, was geht denn ab? Moin Meister! Gut. Einfach Riquelme mitgenommen. Mashallah. Ey, der kostet gar nichts, aber ich nehme ihn mit. Hat geklappt, guter Tipp. Also heute ist ja ein völlig verrückter Tag. Er ist Blitz-K.O. für die Wette. Ja, moin. Immer einen Platz lassen. Ja, Digga! Oha! Ey, wie gut. In Form auch noch. Hä, wir machen ja richtig Meter hier. Alter, geil. Einfach Icon auf der RTG gezogen. Ah, der kostet halt nichts und der wird dann wahrscheinlich in der SPC landen, sind wir mal ganz ehrlich. Aber ist cool. Kannst nicht meckern. Da kannst du nicht meckern. Ja, wunderschön, 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 wunderschön. Wunderschön, Merle Frums. Kenn ich. Gute Runde, kannst du nichts sagen. Kannst du nichts sagen. Nimm mal mit. So, was haben wir jetzt hier noch? 15 Münzenpack, das dürfen wir nicht vergessen. Ultimate Team feiert 15. Geburtstag. Enthält 15 seltene Goldprofis. Davon ein garantiert mit 85 oder höher. Ja, mega. Nehme ich mit. Zack. Brasil. IV. Marquinhos Walkout. Einfach for free. Bruder, ich sag euch ehrlich hier, das läuft hier heute. Wir machen hier so einen Meter nach vorne. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist, wie das Ding hier heute nach vorne geht. 15 Münzen für 2 Walkouts. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ajo, noch 2 84er. Ajo, noch einen dritten 84er. Kein Problem, kein Problem. Alter, das ist krass. Sind beide untrade. Da muss ich irgendwas mit Tresor und Fischlock machen. Mods, ihr könnt ja eine Wette machen. Aus allen Packs, die wir hier haben, ziehen wir einen Foot Birthday. Sind halt jetzt nicht so überragende Packs. So das Beste ist halt ein 84x4. Sind ein paar 83x2er dabei. 45k Packs, 25k Packs. Ist jetzt nicht die Welt, aber kann man sich mal angucken. Zeigt die anderen doch mal. Boah, ich hab die... LOL, Kobel. Und keiner weiß, wie es passiert ist. Benzema. LOL! Hä, das ist ein 80x5-Pack. Geil, Junge. Wie gut. 80x5-Pack. Moin, Meister. Oh, ich habe ihn einfach geskippt, richtig respektlos. So, 84x4. Das potenziell beste Pack. Ist ein Mahrez. Ein Doppel-Walkout wäre gut dann. Da habe ich nichts gesagt. Ja, guck mal. 86, 88 Mahrez und Pop aus dem 84x4. Ich glaube, da kann man nicht meckern auf der RTG. Ja, ich... Chat, ihr werdet es nicht verstehen, ne? Ihr werdet es nicht verstehen, aber ich mache jetzt Folgendes. Das wird ein Langzeitprojekt und es kostet auch. Aber ich werde jetzt immer, wenn ich was übrig habe, das einfach in Carlos reinballern. Ihr müsst es nicht verstehen. Ich weiß, dass der auf dem Markt 500k günstiger ist. Aber das ist ein Spieler, den zocke ich das komplette Team of the Season. Den zocke ich das komplette Tots und ich habe eine Icon und er hilft mir beim Teambau. Den Grimaldo spiele ich 3 Wochen und dann ist jeder Tots Linksverteidiger besser. Ich gehe in Carlos rein. Sage ich euch ehrlich. Das wird dauern. Ich werde den erst in 2-3 Wochen spielen können. Aber ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit so richtig unnötig 84er, 85er Spieler weggebe, ohne Not, weil ich halt nicht weiß, was ich tun soll. Wenn ich Tavernier rauspacke irgendwann, habe ich halt hier meinen Spieler mit ruhender Ball. So, deshalb. Dann habe ich hier meinen Spieler mit ruhender Ball plus und brauche Tavernier nicht mehr. Und ich fand den, als ich den gezockt habe, überragend. Also Ebimbe brauche ich halt ehrlich nicht, ne? Den wechsle ich jetzt auch aktuell nicht mehr ein. Oh, komm schon. Nein! Als ob. Oh, warte mal. Digga. Ja, komm, Alter.
Das ist, ich glaube, das wird leichter als gedacht. Ich kann ein 90er-Team aus dem Verein machen. Gib ihm. Ganz im Ernst. Gib ihm. Why not? Weg damit. Und ich sag, ein 87er-Team kann ich vielleicht auch noch hinterherlegen. Ein High-Rated-Inform. Guck mal, da habe ich schon ein 90er und ein 87er-Team weg. Dann müsste ich rein theoretisch noch ein 85er-Team vielleicht packen. Mit einem 87er-Inform? Ja, das sollte gehen. Oh, Daumen drücken. Let's go. Geil. Guck mal, die teuerste SBC schon weggemacht. Weil 90er ist halt so schwer. So, 83er-Team kriege ich auch noch hin. Habe ich Rabiot vergessen? Ja, dann mache ich ihn jetzt hier rein. 90er SBC kostet alleine 450k, überleg mal, was wir da jetzt schon weggearbeitet haben. Und dann kann ich jetzt halt die nächsten Wochen immer mal wieder, wenn ich hier ein Team zusammen hau, kann ich es hier immer reinpacken. Ist halt geil, Alter, weil ich habe mir jetzt zum Beispiel gestern oder so mal aus Langeweile so ein Stück vom ersten RTG-Video angeguckt. Ist halt schon lustig, wie sich das Team so entwickelt hat. Einfach tradable 88er Bernardo Silva, hab ihn einfach geskippt. Let's go, nice one. 20k oder was der kostet, nehme ich mit. Weil ich sage, das nächste, was wir jetzt bei dem Team hier machen müssen, für die RTG, ist halt gucken, dass wir ein Gerüst an Spielern aufbauen, was wir halt zum Tots noch spielen können. Das heißt, hier Carlos, Ferdinand, Rolfe, Joao Felix, das sind alles Spieler, die kannst du zum Tots noch zocken. Cannavaro, Cech, Tavernier, Pina wird's auch treffen, Futre, sehr wahrscheinlich auch Kane in 2-3 Wochen. Das werden Spieler sein, die sind dann outdated. Deshalb gehe ich jetzt halt eher auf die dicken SBCs und warte dann mal lieber eine Woche, anstatt dass ich jetzt jede Woche das Team um so 10% verbessere oder nicht mal eine Position um 10% verbessere. So. Versteht ihr ungefähr den Grind, wo ich hin möchte? Weil ich sag, wenn ich halt jetzt Grimaldo dahin mache, brauche ich in 2 Wochen wieder einen neuen Linksverteidiger. Weil dann kommt eine Kachaui raus oder dann kommt noch ein neuer Linksverteidiger und der dann vielleicht Flanke plus und ruhender Ball plus. So, ich mache da jetzt mit Carlos eine Icon hin, dann habe ich Ruhe. Dann habe ich mit Ferdinand und Carlos 2 absolute Endgame-Icons, um die ich mein Team beim Tots bauen werde. So, Carlos und Ferdinand sind 2 Spieler, da brauchst du beim Tots nichts mehr machen. Die stehen dann da und gut ist. Nur einmal so den Grind erklärt. So, Mods, ihr könnt eine Wette machen. Wir gehen rein in die Weekend League. 20 Spiele vor uns. Rein da. Let's go. Felix und Rolfe, die sind auch Tots fest. Ja, das ist die Achse, um die wir zum Team of the Season bauen. Ja. Die Van Dijks der Welt warten. Erster Gegner, zeig mal her. Rolfe. Joao Felix, der Klassiker. Und einen roten Mbappé. So, Chat, Fokus. Mods, Wette machen, wenn ihr noch nicht habt. Sehr gespannt, was es hier diese Woche wird. Ich merke jetzt schon, dass die Server scheiße sind. Perfekt. Jede Ballannahme dauert eine Sekunde länger. Bin 2 Minuten im Spiel drin. Nice. Das wird eklig. Chat, das wird räudig. Kann sein, dass ich 0-1 reinstarte. Der Gegner weiß, wie man spielt. Jetzt merkst du richtig, wie überlegt er seine Angriffe ausspielt. Boah, Tschech, was eine Monsterparade. Naja. Das wird eine richtige Aufgabe, der ist richtig gut, ey. Das wird eine richtige Aufgabe hier direkt zum Start. Boah, ist das gut gemacht. Alter, Tschech, danke. Digga, der ist richtig gut. Der ist richtig, richtig gut, Chat. Heilige Scheiße, der spielt richtig, richtig gut. Alter, Digga, das ist direkt Endlevel, ne? Erstes Game, Kaltstart rein, der Gegner ist direkt überkrass. Alter, das ist brutal, wie der das spielt. Das ist... Boah, der ist richtig gut, ey. Leck mich am Arsch, ist das gut, wie der das spielt, ne? Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Krieg aber die Pille nicht rein. Ein Tor hätte ich verdient gehabt. Alter! Digga, ich würde gerne so gut FIFA spielen können. Ohne Spaß, ich hebe so krass die Hand. Der hatte nicht mal ein besseres Team als ich. Der hat mich einfach Alter, hat der das clean gespielt. Krank, Junge. Dicken Respekt, wie gut der gespielt hat. Digga, krank gespielt. Ich sitze hier und applaudiere. Ich sitze hier und applaudiere, weil das so stark gespielt war. Krasse Scheiße, Alter. Krasse Scheiße. Das war wirklich einfach gut. Ich bin noch nie so ehrfürchtig mit 0-1 in die Weekend League gestartet. Noch nie. So, Rainer. Digga, der legt ja direkt los wie die Feuerwehr. Direkt eine gelbe abgeholt. Oh. Boah, Innenverteidiger nicht ausgewählt bekommen. Sehr gut, Tschech. Perfekt. Harry? Ich sag ja, der ist finished.
Schade. Bei Urbs wäre er reingefallen. Naja, irgendwie, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ja, irgendwas ist hier ganz faul. Ey, Digga! Es ist komisch gerade. Ich will den Ball in den Lauf spielen, er spielt ihn in den Rücken, weil Felix sich nicht bewegt. Und jetzt liege ich hier gleich 3-0 hinten und weiß nicht, was ich falsch mache. Check ich nicht. Ich check's nicht. Ich bin noch nicht 3 Tore schlechter als der. Hä? Was ist denn jetzt los? Danke. Oh ne, das muss ich halt ehrlich nicht verlieren. Ist hier nicht schlechter als der. Vor allem nicht 3 Tore. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wie schießt der? Was für ein Gammelschuss, bitte. Alter. Kriegt er auch wieder. Ist das eine Frechheit. Alter, ist das krass, Mann. Ich spiel so viel besser als der. Es tut so weh. Alter, tut das weh. Ist das unverdient, Mann. Ist das unverdient. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, ist das unverdient. Komm schon. Digga, habt ihr das gesehen? Der Gündogan geht einfach weg. Alter, Alter, ey, nee. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Alter? Ach, Junge, ich hasse solche Niederlagen. Das ist so verkauft. Das ist so verkauft, Mann. Das ist ja krank. Das ist so krass. Also, die erste Niederlage, sage ich ja, die war ja 1 Million% verdient. Da reg ich mich ja gar nicht auf. Aber das war ja so gescriptet. Vor allem, dass ich auch einfach 3-0 hinten liege gegen den. Ich habe jeden Zweikampf im Mittelfeld verloren. Boah, Alter. Ich bin im Loch. Ich bin wirklich im Loch. Das war eine richtig unverdiente Niederlage. Boah, Chat, ich bin richtig im Loch. Alter, fühle ich mich verkauft. Ich fühle mich so verkauft, Chat. Ey, Wahnsinn. 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 Kannst halt nur mit Pay to Win Team spielen, ja. Ich sage, beim teuren Team hätte ich noch höher verloren. Da wäre Momentum noch krasser gewesen. Pino. Gut. Aber komischerweise, es sind irgendwie nicht mal die Server, es ist irgendwas anderes. Ja, hier, guck mal, irgendwie passiert hier ganz komisches Zeug. Ganz, ganz komisches Zeug. Mann, und die gehen alle nicht raus, ne? Ich habe keinen einzigen, der hier quittet. Komm. Die gehen alle nicht raus, Mann. Es ist so schlimm. Ich habe halt entweder so Games, wo ich mich nicht konzentrieren muss, wo ich ab der 20. Minute so braindead spiele, weil die nicht rausgehen und ich weiß, dass ich eh gewinne. Oder ich habe halt Games, wo ich komplett um meine Mutter schwitzen muss. Komm, Junge. Bitte. Bitte, jetzt wechsel nicht wieder aus. Jesus, danke. Come on. Come on, jetzt eine Streak starten, Chat. Jetzt müssen wir eine Streak starten. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt eine Streak starten. Oh, gutes Team, ey. Schade, Pina. Komm halt immer so gefährlich. Oh, hat er gemoved. Es ist jetzt ist wieder so ein Spiel. Richtig. Scheiße, hat er gut gemoved, ey. Let's go. Schöne Bewegung da vorne, Felix. Kane und Felix richtig schön dynamisch die Position gewechselt. Let's go. Let's go. Nein! Mann! Der war kurz davor rauszugehen und ich schlug wieder ein. Scheiße. Ach Mann, ey. Und der moved wieder. Go. Digga, und bei ihm werden die Pässe korrigiert, da gibt's keinen Morgen mehr. Und deshalb wird er wieder nicht rausgehen. Der kriegt wieder so einen Pass perfekt korrigiert, damit der Angriff funktioniert. Ich lauf da einfach vorbei.
Der macht immer so komische Sachen mit seinem Torwart. 18-2 Ziel oder 16 Siege? Na, solange 18 Siege zu erreichen sind, ist mein Ziel 18 Siege. Immer die höchstmöglichen Ziele stecken. Also 16 wäre natürlich super, alles ab 14 ist okay, aber ja, solange 18 möglich sind, ist das Ziel 18. Aber der wird ja hier richtig zum Goalgetter. Digga, einfach das zweite Ferdinand-Tor diese Weekend League aus dem Spiel heraus. Weil er einfach zweimal random nach vorne rennt. Digga, Robby, warum hat denn der Ferdinand zwei Weekend League-Tore? Da weißt du doch, dass irgendwas komisch läuft, wenn ich mit Ferdinand zwei Kontertore in der Weekend League mache und 4-2 stehe. Boah, was ein Pass. Er wird nicht rausgehen. Guck's dir an! Warum gehen die nicht raus? Ich muss hier noch 15 Spiele machen. Digga, VfA Zimbus gegen SVA, das Verein für Reiche. Gegen Sozialarbeiter für Arbeit. Sozialschmarotzer für Arbeit ist SVA, sage ich. Sozialschmarotzer für Arbeit. Jetzt habe ich mich auch noch verrechnet. Es sind ja 14 Spiele, nicht 16. Alter, also hier kracht's ja komplett. Bruder, ich kriege ja hier gar nichts mehr hin. Buchstaben, Zahlen, ist alles verloren. Also, ich muss morgen in den Urlaub, Chat. Ich werde auch ab morgen eine Woche mein Handy und so alles beiseite legen. Das ist also wirklich, ich bin ja so urlaubsreif. Da kracht's und pfeift's ja wirklich aus allen Dimensionen. Alter Falter. 23 Uhr, der Mann muss 14 Weekend League Spiele machen. Ja, 16, wenn du mich fragst. Rolle mit der 69. Ah, gut. Weiß ich auch Bescheid. Nee, der Pass kann auch safe so... Yo! Und der Gegner wird niemals quitten, egal wie hoch ich führe. Das Ding ist jetzt vorbei. Dankeschön für 10 Gifted-Subs. Das wird wieder ein Ding über 90 Minuten. Harry, du bist eine lengthy Sau. Boah, Fußtritt, das war geil gemacht, Fußtritt. Das war richtig geil gemacht. Schön. Oh, Digga, Kane ist so geil, Mann. Ja, Junge. Ja, Junge. Das brauche ich. Genau das brauche ich. Robert, das habe ich gerade gesagt. Das brauche ich. So eine Streak brauche ich, Junge. Oder ich will die neue Mappe Leon. War ein bisschen outdated, das Team. Bereue es, Felix nicht gemacht zu haben. Digga, ich sag dir ehrlich, das ist halt bei so SBCs, vor allem bei Showdowns, ist halt auch so ein kranker Gamble. Ich bin ja komplett all-in gegangen. Ich habe ja alles auf Barcelona gesetzt. Ich habe ja Rolfö gemacht und halt Felix. Hätte da irgendjemand verkackt, hätte ich auch richtig doof dagestanden. Ich hatte es ja zum Beispiel auch mit Isaac. Da bin ich auf Newcastle gegangen. Ich glaube, die haben da gegen Chelsea gespielt oder so. Und da lief es leider auch nicht. Rolf ist kein Gamble. Ja, doch, damals, als ich die gemacht habe, war halt noch nicht klar, wann die wieder fit ist. Das war halt da so ein bisschen das Problem. Aber ja, du hast natürlich recht. Die Barca-Frauen rasieren halt alles gegen den Strich, ne? Und deshalb habe ich Felix gemacht. Und ihr seht ja, der Typ zockt sich halt geisteskrank. So, jetzt führe ich nach 9 Minuten wieder 3-0. Und das Problem ist, ich glaube, der wird halt wieder 90 Minuten buchen. Das ist halt so schade, weil ich jetzt gerade im Flow bin. Wenn du dann halt gegen so Gegner spielst, wo du halt wie jetzt nach 10 Minuten weißt, okay, das gewinne ich. Wenn die nicht quitten, fliegst du halt voll aus deinem Flow raus. Komm bitte. Nein, der hat 90 gebucht. Ist das wichtig? So, Konzentration oben halten. Das ist big. Das ist wichtig. Und das meine ich, jetzt innen rausspielen. Jetzt innen rausspielen. Das ist jetzt, glaube ich, der zweite Quit oder dritte Quit hintereinander. Jetzt das mitnehmen. Dieses Mindset. Komm, bam, gib ihm. So. Oh, der Vara, der liegt auf dem Boden. Er steht mit 200 km/h auf und kann direkt wieder in den Zweikampf gehen. Mein Vara ist ein dreckiger Hurensohn, der von der dreckigen Hurenmutter gezeugt worden ist. Auf dem so ein Kontinent, in einem so ein Land. Oh, müssen auch mal gesagt sein, wenn man hier gegen Varan spielt. Auch mal ganz klar direkt das Revier markieren. Wichtig und richtig. Oh. 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 Fuck. Nein. Was? Da macht's einmal klick, klack. Okay, der Beat klingt so und der Beat klingt so. Harry Kane, der ist der Beste und sein Varane, der liegt auf dem Boden. Ja, wie findet ihr die Toranzeige, Chat? Ich führe nichts zu null. Ich habe diese Saison nichts auf die Anzeigetafel gebracht. Ihr könnt mich Schalke 04 nennen. Nein! Karma! Scheiße! Auf einmal liegt sie 1-0 hinten. Na guck.
Cook plötzlich traut, dass ich nicht mehr in die Zweikämpfe gehe. Dann kriege ich ein Gegentor. Ich stehe auf einmal 2 zu nichts. Wieder eine 2-0-Führung verspielt, ne? Lass dich doch fallen, Felix. Digga, dir wird das Bein weggezogen. Lass dich doch fallen, du Fisch. Ist das dumm, ey. Ist das dumm, dass der sich da nicht fallen lässt. Boah, hätte ich geschrien. Hätte ich geschrien, wäre das ein Gegentor geworden. Der spielt richtig eklig, ja. Nein! Bitte. Köpf ihn doch nicht. Nimm ihn doch Volley. Ey! Elfmeter! Das, oh, ich dachte, er hat ihn. Oh Gott, ich dachte, der hat ihn. Oh, ich dachte, er hält ihn. Ja, passt durch, komm, ne? Dann halt im Elferschießen. Digga, ich hab nicht zu viel aufgeladen. Was ist das denn? Kann man nicht mehr aufladen oder was? Digga, ich check es nicht. Jetzt lade ich nicht mehr auf. Komm schon, ich muss ihn halten. Ja! Richtig. Nein! Nein, nein, nein! Boah, ist das eine eklige Niederlage. Boah, ist die ekelhaft. Boah, ist die ekelhaft. Oh, Ehrenhombres, wenn du das warst. GG's, dass man so mit einer Fünferkette spielen kann. GG's, war es wirklich nicht schlecht gespielt. Ist nicht meins, Fünferkette. Aber wie du sie gespielt hast, war sehr, sehr gut. 10 Stunden Stream beginnt jetzt erst. Sag ich auch. Oh, bitte schenk mir den Sieg. Sei ein Ehrenmann. Ich küsse heftig dein Herz. Ich küsse so krass dein Herz, du hast mein Wochenende gerettet. Ich küsse heftig dein Herz. Er hat wirklich mein Wochenende gerettet. Ich dachte jetzt wirklich, der macht ein Foto fürs Familienalbum und ölt wirklich um sein Leben. Ich dachte jetzt wirklich, wird's ganz ehrenlos. Ich dachte jetzt, wird's ganz ehrenlos, Chat. Come on. Rotes Verbindungszeichen. Auch zu schön gewesen. 1-0. Es ist so schlimm. Wenn du einmal in diesem Fahrwasser drin bist, ist es so schlimm. Ich stehe nach einer Minute frei vor seinem Tor, mache ihn nicht rein, werd ausgekontert 0-1. Es ist so schlimm. Digga, wenn du einmal in diesem Fahrwasser drin bist, das ist da rauszukommen, ist so schlimm. 2-0. Mann, ich bin so gebrochen. Ich habe keine Lust mehr. Es ist so schlimm alles hier. Mann, komm doch mal ein so ein scheiß Ball durch, Alter! Mann! Komm, der spielt wieder Doppelpässe mit mir! Ja, da wollte der. Wenn der da hinspielen wollte, wenn der da hinspielen wollte, bin ich ein Sohn. Meine Mutter ist ein Sohn, wenn der da hinspielen wollte. Alter. Alter. Gewinne keinen Zweikampf. Ich gewinne keinen Zweikampf. Ich kann eigentlich schon wieder quitten. Ich gewinne keinen Zweikampf. Ich darf keinen Zweikampf gewinnen. Ich verliere jeden Zweikampf. Jeden einzelnen. Jeden einzelnen ohne Ausnahme. Jeden einzelnen ohne Ausnahme. Ist doch geil, wie die Anzeigetafel wieder oben funktioniert. Boah, und was der für Dinger wieder bekommt, ist krank. Die spielen so komisch. Ey, Digga. Ey, Mann! Alter! Rotes Time Finish, ich kotze ins Essen. Junge, Mann! Junge,
Was ein Comeback, Alter. Heilige Scheiße. 3-0 hinten gelegen. Guck dich die Statistik an. 5 Torschüsse, 3 Tore, der Mann schon wieder. Come on, Junge. 6 Spiele, 6 Siege. Mission 16 Siege. Let's go. Let's go, Harry. Sind da. Ich mach jetzt nur noch Banger an, Chat. Es ist die Musik, ich mach nur noch Banger an. Let's go. Ganz stark, Futre. Ja, Junge. Ja, Junge. Let's go. 4 Spiele, 4 Siege. 4 Spiele, 4 Siege. Weiter. Hansen Toti hat er gezogen. Let's go! Digga, er kommt wieder dreimal an den Ball, ne? Let's go! Let's go. Boah, ich stehe dreimal da vorne. Ich stehe dreimal da vorne. Mama. Ich verliere so komische Zweikämpfe. Mann, ja, ich spreche gerade drüber. Ich spreche gerade drüber und genau dann passiert so ein Müll. 3-1 geführt, ey. Dreimal hintereinander. Dreimal hintereinander, das ist so krank. Dreimal hintereinander kommt der Ball per Ping-Pong zu ihm zurück. Dreimal hintereinander. Abseits. Game over. Ist das krank, Digga. Jeder Schuss ein Tor. Ich hab 3-1 geführt. Mann, das ist so krank. Hier passiert so viel Scheiße, Mann. Digga, was ist denn das für eine... Was ist denn das für eine Version? Was ist denn das für eine Scheiße? Ach ja. Mann, geh doch hin! Wir haben doch keine Zeit, geh doch hin da! Digga, das tut so weh, ey. Das tut so weh. Einfach 16 Siege gechoked, Mann. Einfach 16 Siege gechoked, ey. Es tut so weh. 8-6. Boah, ich habe heute Spiele verloren, das ist der Wahnsinn. Es tut so weh. Es tut so weh. Es tut so weh, Chat. Das ist heute so ein Vollbruch, Mann. Ich bin so maximal gebrochen, Chat. Ich bin wirklich so maximal gebrochen. Da lief heute wirklich alles schief, was schief laufen konnte. Boah, aber ich habe auch wirklich richtig schlecht gespielt dieses Wochenende. Das muss man dazu auch sagen. Ich spiele leider dieses Wochenende auch wirklich. Ich bin überspielt. Ich brauche Urlaub, wirklich. Bin da mit der ganz falschen Einstellung heute rangegangen. Ich kann es nicht mal auf Connection heute schieben, ich habe einfach nicht gut gespielt. Ach Mann, ey. Ich finde Kane gegen einen guten Gegner gar nicht mehr effektiv, Broski. Oder was für Spiele siehst du denn? Ohne den Mann würde ich keine 11 Siege holen. Stark, Felix. Und den zählt übrigens auch keiner mehr an, ne? Dass mir Leute immer noch erzählen sollen, ich soll diesen Tavernier rauspacken. Wisst ihr, was das für ein verfickter Cheatcode ist? Wie viele Tore ich nur durch den mache? Durch Freistöße, durch Ecken? Bro, das ist geisteskrank, dass Leute sagen, dass ich den austauschen soll.
Das ist vollkommen verrückt. Männer, wir reden hier über einen Rechtsverteidiger mit... Moment, nee, ich will noch nicht spielen. Der Mann hat original fast jedes zweite Spiel einen Scorer. Bro tut so, als gerade ob seine Mutter beleidigt wurde, so wie er Kane verteidigt. Chill doch. Nee, ich kann's verstehen, Jungs, aber das ist wirklich heute falscher Ehrgeiz. Das hat heute wirklich gar nichts mit dem Team zu tun. Weil auch einer meinte, Felix fällt vorne irgendwie ab. Der Felix spielt sich auch krass, aber ich spiele heute scheiße. Ich spiele viel zu unkonzentriert, viel zu hektisch. Aber es liegt daran, dass ich halt viel zu spät mit der Weekend League angefangen habe. Und irgendwann gemerkt habe, oh scheiße, ich muss halt irgendwie noch 15 Spiele in 2 Stunden machen. Ich wollte eigentlich schon um 1 Uhr offline gehen. Dann ist der Stream noch abgekackt, die Gegner sind nicht gequittet. Das hat halt damit was zu tun und mit meiner eigenen Leistung und nicht mit dem Team. Also es ist cool, dass dann dadurch vielleicht Leute meine Leistung irgendwie beschützen wollen, gut reden wollen, keine Ahnung. Aber das hat hier wirklich gar nichts mit dem Team zu tun. Das hat auch heute nichts mit den Servern zu tun. Klar habe ich in dem einen oder anderen Moment auch ein paar unglückliche Dinger gefressen. Die fressen die Gegner aber auch. By the way, das hier ist der Kane, wo mir Leute erzählen wollen, der ist kacke. Chillige Mitnahme auch mal wieder. Aber das hat gar nichts mit dem Team zu tun. Das hat heute gar nichts mit den Servern zu tun, auch wenn ich es noch nie geschafft habe. Ne, aber ihr kennt ja meine Einstellung, was das angeht. Ich habe gerade irgendeine Nachricht im Chat im Augenwinkel gesehen, die mit No Front angefangen ist. Ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass da dann doch ein Front drin sein wird. Ich bin mal gespannt. Gutes Ding, Felix. No Front, aber seit du die RTG mit ins Weekend League gezogen hast, hast du noch nicht die wirklich eine Balance für die Spiele gefunden, maximale Leistung zu bringen. Oh ne, das war wirklich ein cooler Kommentar. Ich finde das so contentmäßig ja eigentlich ganz geil, dass es so klar gesplittet ist. Scheiße. Aber ja, für die Konzentration und für die maximale Weekend League Leistung ist es natürlich nicht förderlich, ja. Auch wieder das Spiel, was ich völlig unkonzentriert außer Hand gebe. Ich bin heute einfach nicht in Form. Das sind so Kategorie-Momente, da kannst du auch mit Konzentration nichts gegen machen. Das ist jetzt ein Tor. Die fucken halt ab, ne? Ein Gegner kriegt viermal den Ball zurück. Nee, Chat, wirklich, es ist gut gemeint, wenn ihr sagt, ey, ich finde beim Gucken heute den oder den Spieler bodenlos. Ich weiß, das ist sehr gut gemeint. Ich move den Torwart. Krieg hier eine Reise nach dem anderen. Ey, es ist eigentlich gar nicht mein Stil, so viele Spiele zu quitten, ey. Aber der Gegner ist besser als ich. Ich kann's heute nicht besser. Ich bin scheiße. Hauptsache, man kann sich's eingestehen und sucht die Fehler bei sich selber und nicht beim Spiel. Ich bin einfach kacke heute. Ich muss mich jetzt einmal kurz mental sammeln, dass ich hier noch 14 Siege hinbekomme. Chat, ich brauche euch jetzt alle hier. Jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen brauche ich jetzt hier im Chat. Wir müssen jetzt 14 Siege. Wir müssen jetzt hier das Ding noch zu Ende bringen. Okay. Okay. Egal, weiter. Ich hab eine Ecke. Digga, ich schwöre, ich gebe bald Tutorials. Also wie ich die da mittlerweile reindrehe, ist ja auch wild. Früher konnte ich die halt immer nur für den Kopfball ziehen, aber jetzt weiß ich mittlerweile auch, wie ich die reindrehe. Digga, wie moved denn der seinen Keeper? Ich hätte 4-0 führen können. Ferdinand macht sein drittes Tor diese Weekend League, also das ist ja komplett verrückt. Gegner schießt einmal auf mein Tor, der Klassiker. Dass ich es geschafft habe, den für manche Leute schlecht habe aussehen zu lassen. Wichtig. Und deshalb halte ich an Pina fest. Digga, das ist so geisteskrank. Das ist wieder jetzt so zum Beispiel so ein Spiel. Ich muss wirklich meine Mutter verkaufen für ein Tor. Der Gegner kriegt sie einfach donated. Krass gemacht. Sehr, sehr stark gemacht. Kann ich nichts sagen. Dieses Spiel passt sehr zu meiner Weekend League. Ja. Oh, das ist krass. Ach Junge, Mann, Tschech! Mann! Ach Junge, aber dann so ein Scheiß-Tor. Die hat nicht mal das Trade dafür. Tschech, Bruder, bitte! Was habe ich geführt? 3-1 oder so? Habe ich überhaupt geführt? Ich weiß, ich krieg's gar nicht mehr zusammen.
Komm schon. Ja, ich hab 14 Siege gechoked. Ich hab 14 Siege gechoked. Das ist krass. Digga, ich war in ganz EAFC noch nie so heftig gebrochen. Ich will die Rewards gar nicht sehen. Ich will's gar nicht sehen. Die sind sogar gut. Die sind sogar echt gut. Sind sogar echt gute Rewards. Sind sogar echt richtig gute Rewards. Kannst du nichts sagen. Das sind richtig gute Rewards. Aber die können mich gerade nicht aufheitern. Ich habe jetzt schon bessere Rewards als bei 19 Siegen. Digga, wenn du als Rewards ein Prime gemischtes Profi-Pack bekommst, dann weißt du Bescheid. Dann weißt du wirklich Bescheid. War das überhaupt aus den Rewards? Ich habe keine Ahnung. Digga, ich bin so mental tot. Ich bin so tot mental. Also ich wurde noch nie in ganz EAFC so durchgebrochen. Wirklich nicht. Alter Falter, bin ich im Trümmerbruch. Ich stand einfach 8-2. Ich habe aus den letzten 10 Weekend League Spielen 5 verloren. Die Rewards waren gut, kannst du nichts sagen. Die Rewards sind sehr gut gewesen. Da kannst du absolut nichts sagen. Das ist nochmal unser wunderschönes Weekend League Team. Ich kann den Männern hier keinen Vorwurf machen.